So, nach dem lockeren Sieg in der Europa League geht's jetzt ins DFB-Pokal-Achtelfinale gegen Hertha BSC Berlin. Aber bevor wir spielen, muss ich umstellen. Also wie gesagt, bei den Ecken, das kann natürlich nichts weitergehen. Pass auf, den linken Eckball schießt Van der Vaart. Den rechten Eckball schießt ebenfalls Van der Vaart. Und die Kapitänsbinden übernimmt natürlich auch Van der Vaart. Moment einmal. So. Gut, und dann können wir schon mal durchstarten. So, die Berliner, die dürfen einmal in Orange spielen. Dann spielen wir nämlich in Blau. Und die Aufstellung, oh, die schaut nicht so gut aus. Die schaut überhaupt nicht gut aus. Dann kommt nochmal Rajkovic einer. Jansen bleibt. Diekmeier geht aus, seht, dafür kommt Ochs einer. Duru, der Schweizer, der bleibt daheim. Kalhangulu bleibt auch daheim. Naviu, der war nicht mitspielen. Ja, und Lasogo muss von drin bleiben, weil wir haben nicht so viele Stürmer. Wir müssen, wie gesagt, in der Transferpause müssen wir einen weiteren Stürmer zulegen, irgendwie. Also irgendwann. Okay, Hertha BSC Berlin gegen den Hamburger Sportverein in der zweiten Runde vom DFB-Pokal. Mal schauen, wie wir uns schlagen, gell? Ich werde mal sagen, dass uns Berlin das nicht so leicht machen wird, wie der letzte Gegner in der Europa League. Lasoga, heute nicht in Topform. Pekarik und Mascherano. Beister. Aslan auf Jansen. Der ist auch nicht so in Topform. Und das war fast die erste Chance gewinnen. Aslan auf Mascherano. Van der Vaart, der verliert. Immer noch Kobiashvili. Saha. Gutes Wort, Pass ins Leere. Pekarik. Saha, ist es der Stimme oder wir? Zumindest war es jetzt abseits. Ja, in der ersten Runde vom DFB-Pokal haben wir gegen so eine Standardmannschaft gespielt. Von Pro Evolution Soccer. Die sind jetzt, wie gesagt, durch den Patch ersetzt worden. Und im Grunde haben wir dann gegen Aalen gewonnen. So, das gibt jetzt die erste Ecke, oder? Und zwar von Kobiashvili. Und der wird gefährlich. War die erste Torschance für Berlin. Ben Hatira. Gibt einen auf Hamburg.
und Marcel Janssen. Ja, die Berliner, das sind ein bisschen besser, gell, als der letzte Gegner. Oh, das war natürlich ein Foulspiel. Gibt da gelbe Karten? Gibt keine. Van der Vaart. Ilicevic erwischt ihn nicht. Nochmal Ilicevic erwischt ihn schon wieder nicht. Lustenberger klärt das. So, Janssen wie immer. Gut aufpasst. Und Ochs. Ja, Van der Vaart kann sie durchsetzen. War die nächste Chance. Und der ist drin hat. Der ist drin hat, die Song. Van der Vaart. Ja, da hat Thomas Kraft den ersten Brunner erwischt. Den zweiten hat er auch erwischt, aber der prallt dann irgendwie blöd ab. Und geht doch trotzdem rein. So, das war der erste Schuss, abgewehrt. Dann kommt er nochmal in den Brunner, ich schieße gleich nochmal. Und den wehrt er nicht mehr so gut ab. Ja, und somit führt erstmal der Hamburger Sportverein gegen Berlin. Aber gut, wir haben noch Zeit. Es kann sich natürlich noch zu Gunsten von den Berlinern wenden. Außer wenn wir jetzt gleich nachlegen. Dann natürlich nicht mehr. Lass sogar, dann erwischt er nicht. Pekarik. Warum Johann denn erwischt, oder? Was ich, voller Flanken. Van der Vaart. Und der hat da richtig viel Blut, der kann da durchflitzen. Ja, und Kügel läuft dann mal bei ab. Lasoga wieder. Immer noch Lasoga. Ja, da sagen die Berliner, die wackeln, oder? War die nächste Torschance. Ilicevic. Jetzt muss Berlin dringend einmal in der Offensive was tun. Weil sie, glaube ich, rumpelt hinten zum zweiten Mal. Baum Johann. Und es gibt, was gibt's denn? Ein Abschluss für uns. Ochs. Ben Hatira, der hat uns, glaube ich, im Hinspiel, oder was heißt im Hinspiel, im Bundesligaspiel hat uns der ein Tor geschossen, oder? Zumindest habe ich das so in Erinnerung, der pfeift ab. So, zur Halbzeit steht es 1-0 für die Hamburger. Durch ein Tor von Van der Vaart. Jetzt ist natürlich die Frage, wollen wir schon mal auswechseln? Ich weiß nicht. Lasoga hat jetzt vorne nicht so weit rumgewirbelt. Vielleicht bringen wir mal Campbell, oder? Der kann eventuell noch was reißen. Tore schießen kann er ja, das wissen wir ja. Van der Vaart.
Pekarik, Lustenberger, und wer ist in der Mitte? Irgendwo noch mal drin, okay. So, es gibt die erste Ecke. Und diesmal schießt der Van der Vaart. Campbell. So, vielleicht jetzt für den Berliner, der konnte da nix was. War nix. Oh, das war vielleicht auch nix. Wieder Campbell. Ben Hatira. Kluge auf Ben Hatira. Und Einwurf für Berlin. Jetzt muss Hertha doch mal richtig mit Gas geben, oder? Die wollen da irgendwie doch weiterkommen, oder? Saha. Wer klärt das jetzt? Conor oder wir? Zumindest springt der Torstand aus für die Berliner. Und man muss sagen, wenn wir das auch noch gewinnen, dann haben wir immer noch keine Niederlage, gell, im Let's Play. Wir haben durchaus einen sehr guten Laufleim erwischt. Ja, das war harmlos. Ja, Van der Vaart, der kapiert das nicht ganz. Und das war kein Abseits. Oder doch? War doch Abseits. Ich hätte mir der Wart nicht drin gewinnen. Wobei, so weit, das stimmt doch gar nicht, oder? War ich so weit vorne? So, auf der anderen Seite geht Saha over und es kommt Ramos. Und Ramos ist auf jeden Fall Stürmer. Da ist er schon. Alter. Alter. Und da ist er. Und der macht gleich mal den Ausgleich. Scheißtrick. Also eingewechselt und gleich mal Torschossen. Das muss man erstmal fertig bringen. Ja, und somit ist in den 66. Minuten Hertha BSC Berlin zurück im Rennen, gell? Jetzt kann das doch nochmal spannend werden, da. Campbell. Wieder Campbell. Mit der Torschanz. Kluge. Beister. Ja, dann erwischt er uns nicht. Lustenberger. Campbell kann sie durchsetzen und Kraft mit den Fingerspitzen. So, Berlin wechselt schon wieder und zwar kommt jetzt Gelbrett, wahrscheinlich in Norwegen oder so. Faustabwehr. Ich muss sagen, zwischendrin habe ich immer so wannig. Die Framerate bricht immer irgendwie ein. So, Jansen kriegt die gelbe Karte. Wenn es weitergeht, geht es in Verlängerung. Das wollte ich eigentlich eher nicht. Lustenberger. Kobayashvili. Und Berlin ist stärker geworden, gell?
Und das war ein schöner Doppelpass. Campbell jetzt Freibahn. Und dann legt er sich 2-4. Ui da. Ja, das muss ich mir noch mal irgendwie. Und das muss ich mir noch gewöhnen, gell? Also die Sprint-Taste nicht mehr so oft drücke. Das war die Chance gewesen. Baum Johann. Kobierschwili. Beister erwischt er nicht. Beister konnte durchsetzen. Aber nichts lang. Und es gibt Abstoß. So, wir haben die 84. Minuten. Ich glaube mal, es stinkt nach Verlängerung. Oder vielleicht auch nicht. Van der Vaart. Und der legt sich nach 2-4. Alter. Da denken wir immer, vielleicht noch einmal draufdrücken, dass wir nicht eingeholt werden und dann war es irgendwie durch zwei. So, wie viel später noch? 2 Minuten. Vielleicht noch eine Chance. Aber Van der Vaart ist auch schon ziemlich fertig davon. Beister, ja, den erwischt er wieder nicht. Wir machen schon wieder so viele Fehlpässe. Und das war nochmal ein Foulspiel. Ja, Gelb gegen Mascherano. Alter, Foulspiel, oder? Ja, es ruckelt wieder und nicht pfeift ab. So, also wie gesagt, es gibt jetzt Verlängerung. Wir spielen relativ schlecht, gell, muss ich sagen. Wir hätten einige Chancen gehabt, wenn wir nicht so durchgesprintet hatten. Pass auf, ich glaube, ich muss einmal wechseln, oder? Dann mal vielleicht einmal. Ich weiß nicht, wenn da mal den aussah. Dann mal vielleicht. Kann der da spenden? Dann mal Daniel Carvalho einer. Wobei, pass auf. Der kann da spielen. So, die ersten 15 Minuten. Ja, dann kriege ich nichts zum Mann. Ja, das Tor von Ramos, das hat uns irgendwie richtig das Genick gebrochen. War zwar nur der Ausgleich, aber seit die das Tor geschossen haben, sind die Berliner einfach besser. Carvalho. Ja, Franz rammt ihn ab. Mascherano. Immer noch Mascherano. Ja, der macht's. Der ehemalige Spieler von Barcelona. War auf jeden Fall sehr wichtig, dies Tor. Da lässt er den ersten aussteigen. Am zweiten vorbei. Und dann zückt er relativ schwach links unten ab irgendwie, also so ziemlich flach geschossen und Thomas Kraft erwischt ihn nicht. Ja, und somit führen wir zwar uns. Und auf der anderen Seite wird nochmal gewechselt, und zwar zum letzten Mal. Baum Johann geht runter und es kommt Ronny. Vielleicht bringt er was noch für die Berliner. Ich hoffe es zumindest nicht.
Mascherano. Ben Hatira. Skjelbred. Pekarik. Oh, Campbell wird umzäbelt. Was, es gibt nicht mehr gelb. Das war schon hart an der Grenze, oder? Ja, da ist keiner drin und es ruckelt wieder. Ich weiß nicht, warum es ruckelt. Daniel Cavallo und Aslan Campbell. War das abseits? Naja, also wieder so grenzwertig, oder? Kobayashvili. So, das waren die ersten 15 Minuten. Und wir haben in der Zwischenzeit die Führung schließen können. Aufstellen, Rost kann ich nicht wechseln, oder wie? Haben wir, Moment einmal. Wir können noch einmal wechseln, gell? Und das damit jetzt, und zwar geht jetzt Aslan, aber, und es kommt Rincon. Jansen. Vorsicht vor Ramos, und das schaut, oh, das wird verkehrlig. Jetzt hätte ich gemeint, es gibt noch mal gelbe Karten. Mascherano hat nämlich schon eine. Und wenn da der Schiedsrichter irgendwie kleiner ist, dann gibt er ihm die rote Karte. Oh, Ronny, Vorsicht. In letzter Sekunde. Und es war kein Foulspiel. Und Berlin gibt Gas. Ramos. War ein kleiner Rempler. War übers Tor. Also wir müssen nur richtig aufpassen, weil die wirklich jetzt ja vor Karten sitzen. Kobayashvili. Kluge auf Ben Hatira, zurück auf Kobayashvili. Und ein Uhr für Hertha. Und das war Missverständnis. Einwurf Hamburg. Campbell, der ist schon wieder aus der Form. Pekarik. Und ich komme nicht mehr wirklich an den Ball rein. Er spielt im Grunde nur noch Berlin. Ronny. Oh, das war ein guter Pass. Das war ein richtig guter Pass. Aber Kluge, zum Glück nicht auch nicht immer. Ja, er pfeift ab. Und somit sind wir im Viertelfinale vom DFB-Pokal. Berlin scheidet aus. War aber durchaus sehr knapp, muss ich sagen.